Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich eine ganz neue Art, wie man Singleplayer-Autos in Multiplayer reinbekommt. Ganz einfach und richtig sehr schnell und kinderleicht für euch. Und zwar müsst ihr erstmal gucken, keine Fahrzeuge draußen bei euch rumstehen oder kaputt sind. Ruft am besten mal kurz Morse an und fragt erstmal nach. Und wenn es anruft, so lange dauert, dann wisst ihr eh, keine Fahrzeuge sind kaputt. Nachdem geht auf Start, Off Online, Option, Sparpunkt, letzter Ort. Nachdem einfach das Spiel kurz verlassen. Nachdem ihr richtig im Singleplayer drin ist, ist es sehr wichtig, ihr seht jetzt nochmal Start, dann geht ihr auf Online und privates Spiel nochmal. Und schaut richtig, ihr vorne Haus gespawnt seid. Seid ihr vorne Haus nicht gespawnt, dann ist es sehr wichtig, meine Freunde, macht den ersten Schritt bis jetzt nochmal von vorne. Yo, meine Freunde, bevor wir richtig weiter loslegen, und zwar geht es darum, für die Xbox ist ein Video in der Videobeschreibung. Schaut es euch bitte an, meine Freunde, das ist sehr wichtig für die Xbox-Leute. Für die PS3 geht es ganz normal weiter. Nachdem ihr im Multiplayer wieder drin seid oder alleine seid, drückt ihr auf Start, geht auf PlayStation Store und drückt einfach mal X. Nachdem lasst es dreimal herauszoomen. Sehr wichtig, es klingt so komisch. Beim dritten herauszoomen, tut euch ganz normal in PSN abmelden. Ihr könnt euch ganz normal abmelden, wie ihr es gemacht habt, oder das Internetkabel rausziehen, wie ihr es wollt. Nachdem seid ihr ein Singleplayer da drin, jetzt könnt ihr einfach ein Auto nehmen, das ihr nehmen wollt. Dann ist es sehr wichtig, meine Freunde, das Auto, was ihr nehmen wollt, den Space Docker, einen Abstellwagen, meist was nicht, was ihr nehmen wollt, stellt es vor euch ein Haus etwas hin. Seht ihr, wie ich es gleich hinstelle, ungefähr, wenn ihr das gleiche Haus habt wie ich, stellt es ungefähr dahin, wo ich es hingestellt habe. Bei den anderen Häusern bin ich nicht 100% sicher, da müsst ihr es einfach mal testen. Ihr dürft es auf jeden Fall nicht so nah euch ein Haus hinstellen, das heißt nicht so nah eine Garage hinstellen. Und das war es auch endlich richtig von mir. Ich hoffe, euch mein erstes Video vor ein paar Tagen hat es euch wieder gefallen. Ich habe ein paar Tage Pause gemacht wegen meiner Katze. Und wie gesagt, es geht auf jeden Fall wieder weiter mit Haufen Videos. Ich muss auch viele Videos jetzt nachholen. Und zwar gibt es eine andere Methode jetzt, wie man einen Space Dog in eine Garage reinbekommt. Aber ich bin nicht so richtig diese Meinung, bringt das überhaupt was, weil das Auto ist ja nicht Vollkasko. Deswegen bin ich etwas unsicher, bringt das was, bringt das nichts. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar schreiben, habt ihr sowas schon mal gemacht? Das war's auch eigentlich wieder von mir, meine Freunde. Ich werde mich über krass über 200 Likes, wenn ihr euch eine Unterstützung freuen. Haut rein, Peace out.